Mein Wort ist mein Wort. Kein Mensch kann mein Wort verteidigen, denn es ist in Stein gehauen. Montag, 2. Juli 2012, 18 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, es ist wichtig, dass meine Anhänger geduldig bleiben. Die Zukunft darf niemals überstürzt werden. Die Pläne, die mein ewiger Vater festgelegt hat, werden sich selbstverständlich durch die göttliche Vorsehung entfalten. Die Zeit, die euch gewährt wird, um mir zu helfen, die Menschheit auf meine große Barmherzigkeit vorzubereiten, ist sehr kostbar. Es ist eine Zeit, in der viele durch eure Gebete gerettet werden. Hoffnung, Glaube und Liebe zu mir, eurem geliebten Jesus, werden euch bei eurer Mission unterstützen. Wenn ihr die Gräueltaten vor eure Augen bekommt, wenn alles zerstört wird, was zu meiner Ehre besteht, dann werdet ihr wissen, dass die Zeit näher rückt. Ihr dürft nicht vergessen, dass diese Dinge eintreten müssen und dass es eure Pflicht ist, als ein Teil meiner Armee, den Feind zu bekämpfen und ihm Widerstand zu leisten. Meine Armee wird mit göttlichen Gaben ausgestattet werden und wird diejenigen, die sich in der Finsternis befinden, mit sich ziehen. Die Vorbereitung erfordert Zeit. Das Gebet bringt euch meinem heiligsten Herzen näher und durchströmt eure Seelen mit dem Sauerstoff, der notwendig ist, um die anstehende Schlacht zu überleben. Da ihr dank der Gnaden, die ich euch gebe, stärker werdet, wird es sehr leicht werden, eure Feinde zu identifizieren, die alles hassen, wofür ich stehe. Das wird euch Schmerz bereiten, euch verletzen und euch erzürnen, aber ihr müsst zu jeder Zeit in meinem Namen eure Würde bewahren. Wenn ihr in meinem Namen herausgefordert werdet, müsst ihr mit Liebe reagieren. Versucht niemals, meine Botschaften zu analysieren, denn es ist nicht notwendig, dass ihr so handelt. Mein Wort ist mein Wort. Kein Mensch kann mein Wort verteidigen, denn es ist in Stein gehauen. Wer auch immer versucht, mein Wort so zu schlagen oder es zu verleumden, wird scheitern, denn sie sind gegen mein heiliges Wort machtlos. Jetzt, wo ihr meine Stimme kennt, müsst ihr auch den Schmerz kennen, mit dem ihr rechnen könnt, dass ihr ihn erleidet, wenn ihr in dieser heutigen Zeit mein Wort öffentlich verkündet. Erwähnt heutzutage meinen Namen, sogar unter sogenannten Christen, und es gibt ein betretenes Schweigen. Sprecht offen über Gut und Böse, und ihr werdet verspottet. Weist darauf hin, wie sehr die Sünde eure Kinder zerstören kann, und ihr werdet gefragt werden, was ist Sünde? Heute wissen viele nicht, was Sünde ist. Viele akzeptieren die Sünde als einen normalen Teil ihres Lebens, als eine hinnehmbare Eigenschaft in ihrem Leben. Sie sehen gerne über die Sünde hinweg, weil ihnen das die Freiheit gibt, anderen Vergnügen nachzugehen, falsche Götter zu verherrlichen und ihre Lüste zu befriedigen. Nein, sie wollen nicht zuhören, denn das behagt ihnen nicht. Ihr, meine geliebten Anhänger, werdet so eingeschätzt werden, als ob ihr besessen seid von einer Liebe für die Religion und einer Liebe zu Gott, die heute in den Augen des Blinden kaum Frucht trägt. Darum müsst ihr Vorbereitungen treffen. Darum müsst ihr stark sein. Genau für diese Seelen müsst ihr bitten und mir helfen, sie zu retten. Solchen Seelen zu erlauben, euch zu beunruhigen, euch zu verletzen oder euch zu beleidigen, ist Zeitverschwendung. Reagiert mit Liebe und einem Schweigen in Würde. Habt niemals Angst, mich öffentlich zu verkünden, aber zwingt mich niemals den Seelen in einer solchen Weise auf, dass sie von euch weglaufen werden. Bringt sie stattdessen durch eure Gebete und Leiden zu mir. Ich segne euch, meine starke, mutige Armee. Ich liebe euch. Ich gehe mit euch bei jedem Schritt, denn ihr geht, um ihr Seelen zu bringen. Euer geliebter Jesus Christus.